ihr. Die Hamburger Brötchen, die man so im Laden kaufen kann, die sind ja normalerweise total latschig, datschig und ohne Geschmack. Deshalb backe ich heute selber welche, die allein durch die lange Gelzeit super viel Geschmack mitbringen. So, als allererstes muss man natürlich den Teig machen. Dafür das Mehl, das Ei, Öl, Milch, Zucker, Salz und natürlich die Hefe reingeben. Und dann entweder, wie immer im Thermomix-Topf, 2,5 Minuten kneten oder in der Küchenmaschine 2x5 Minuten, 1x5 Minuten langsam, 1x5 Minuten auf einer etwas schnelleren Stufe kneten. So sieht der Teig nach dem Kneten aus. Einpacken und zum Kleben lassen in den Kühlschrank stellen. So, nach 2 Tagen im Kühlschrank sieht der Teig jetzt so aus. Dann 10 gleiche Teiglinge abstechen. Dann rundbürgen. Wenn die rund gewürgt sind, zudecken und 10 Minuten ruhen lassen. Nach der Ruhezeit dann wieder rausholen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und flach drücken. Wenn die alle fertig sind, flach gedrückt auf ein Blech, zudecken und 2,5 Stunden gehen lassen. Die 2,5 Stunden Gare sind jetzt rum. Und jetzt kommen sie in den vorgeheizten Backofen und werden zu ca. 15 bis 20 Minuten gebacken. Da sehen Sie die Hamburger Brötchen. Die warten jetzt nur noch drauf gefüllt und verspachtelt zu werden. Sie sind ein bisschen dunkel geworden, also das nächste Mal muss ich da die Temperatur deutlich runternehmen. Aber ansonsten sind sie richtig toll. Innen drin ist schön fluffig und alles geworden, also ich bin begeistert. So, wir werden uns die jetzt fertig machen und dann werden die verspeist. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen hoch und teilt es auf Twitter, Facebook oder Pinterest und abonniert meinen Kanal, damit ihr zukünftig keine Videos mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ciao!